Guten Tag. Im Jahr 2006 vorgestellt hat das Splash-Konzept von Suzuki sehr schnell der Serie gefolgt. Er hat den Suzuki Wagon R Plus, der gut seinen Namen verdiente, ersetzt. Zunächst und damit es klar ist. Wenn Sie viele Ähnlichkeiten zwischen den Suzuki Splash und den Opel Agila finden, sollten Sie aber wissen, dass der Splash 100% von Suzuki hergestellt wird. Dies sorgt dafür, dass im Gegensatz zu dem, was man denken könnte, den Opel Agila ein verkleidetes Splash ist. 3,71 Meter Länge, 1,68 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Diese kompakte Massen platzieren den Splash zu der Kategorie der Minispears. Städtischen Funktion orientiert, bietet den Suzuki Splash ein frisches und sympathisches Gesicht. Das Innere gleicht dem Bild des Fahrzeugs. Multicolor, bunt, hebt die einfache und saubere Innenausstattung den Splash, in Harmonie mit der anvisierten Kundschaft. Die Lenkposition ist korrekt, selbst wenn die Seitenaufrechterhaltung der Vordersitze nicht die Hauptqualität sei. Man muss hinzufügen, dass dieses Fahrzeug vor allem für einen regionalen oder städtischen Gebrauch bestimmt ist. Folglich wird man sicherlich nicht den Monte Carlo Rallye damit fahren. Technik. Den Splash beruht auf das Fahrgestell vom Swift. Er erbt einen spielerisches und wirksamer Charakter. Um sich zu bewegen verfügt den Splash über zwei Motorisierungen, eine Dreizylinder von 1 Liter und ein Vierzylinder von 1,2 Liter. Beide sind Benziner, der erste entwickelt 65 PS und den zweiten, 86 PS. Das Bremssystem bleibt für diesen Fahrzeugtyp klassisch, Trommelbremse hinten und Scheibenbremse vorne. Ziemlich wirksam, da der Splash nur 1000 Kilo wiegt. Bewohnbarkeit. Den Splash empfängt leicht 4 erwachsene Personen. Wenn den Innenraum für 4 Erwachsene komfortabel ist, sieht es leider nicht so aus für den Koffer. Mit Riege 200 Liter Ladung bietet er, bei Sitzhöhe an. Dank einem intelligenten und schnellen Klappsystem kann man einen flachen Boden und ein Volumen ein wenig mehr als 1000 Liter erhalten. Wenn den von uns getesteten Splash kein Rennwagen ist, bleibt es lebig und erlaubt eine angenehme Reise. Die gute Überraschung kommt von der sehr guten Schalldämpfung. Der Anstieg des Gotthardes wird sicher nicht seine Teetasse sein, dagegen der Abstieg, wenn Sie dazu bereit sind, wird den Splash Ihnen all seine Qualitäten an Straßenlage und Bremsung beweisen. Die guten Nachrichten kommen nicht nur von den Leistungen. Suzuki Splash ist ab 14.990 Franken schon verfügbar. Außer Lederinteresse oder Parkhilfe als Optionen, ist alles integriert. Unsere Eindrücke. Kleinstädtisches und angenehmes Fahrzeug, kompakt und komfortabel, entspricht den Splash gut, die vom Konstrukteur gewünschte Orientierung. Nüchtern mit 5,5 Liter pro 100, ist es ebenfalls sparsam. Kurz, wendet es einfach in den kleinen Stadtstraßen und kann in den kleinsten Lücken parken. Die leicht erhöhte Sitzposition wird gut Fahrerinnen entsprechen. Dazu, wenn Sie nicht vorhaben, den IKEA auszuplündern, wird das durch den Suzuki Splash angebotene Volumen weitgehend den täglichen Bedürfnissen entsprechen. Jean-Louis Vidal, 2010, TMP Top Movies Productions.